Chinesische Aktien, die in den USA gelistet sind, die können in absehbarer Zeit theoretisch vom Kurszettel verschwinden. Darum heute aus aktuellem Anlass endlich mal Klarheit. Wie akut ist das wirklich? Um welche Aktien geht's da überhaupt? Und wie soll man sich als Anleger jetzt verhalten? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Drohende Delistings von China-Aktien in den USA. Das ist an sich kein neues Thema. Ich habe schon im Juni hier ein Video dazu gemacht. Es ist aber ein Thema, das erstaunlicherweise gerade jetzt stark hochkommt. Und es macht die Anleger natürlich kirre. Zum Beispiel auf YouTube, da gab es monatelang fast gar nichts dazu. Und jetzt kommen aber jeden Tag zig Videos plötzlich zu dem Thema. Und in denen erfährt man dann, wenn man solche Aktien hat, dann können die demnächst weg sein. Und darum mache ich jetzt auch noch mal ein Video zu dem Thema. Warum mache ich das, wo es doch schon so viele dazu gibt? Vielleicht, weil ich rechthaberisch bin ein bisschen, aber vor allem natürlich auch darum, weil das Thema den Leuten ja unter den Nägeln brennt. Und ich merke ja an vielen Zuschriften, die ich auch selbst plötzlich kriege, dass diese vielen Videos, die da rausgekommen sind, dass die Leute jetzt erst recht verunsichert haben. So dass ich mir gedacht habe, jetzt spuken hier so viele Infos rum zu dem Thema, da versuche ich doch jetzt lieber auch nochmal das Ganze aus meiner Sicht zusammenzufassen. Kurz vorher noch eins in eigener Sache, und zwar bei jedem Beitrag seit 2 Jahren, den ich mache zu China, da bekomme ich Hinweise, ich würde China falsch aussprechen. Es heiße nämlich nicht China, sondern, jetzt passen Sie auf, China. China. Völlig absurd natürlich. Und solche Hinweise, die kommen, wie soll es auch anders sein, von Zuschauern aus Norddeutschland. Letzte Woche hier zum Beispiel sehr lustig: China, wo liegt dieses Land? Leben dort Chinesen? Oder auch letzte Woche weniger verärgert jetzt als besorgt: Bitte nicht mehr China sagen, das Land heißt China. Was ein anderer Zuschauer dann gleich beantwortet hat mit China ist richtig. Es heißt auch nicht Chemnitz, sondern Chemnitz. Ein dreifaches Hoch in dem Zusammenhang auf den Zuschauer Kingfisher. Aber trotzdem, das verunsichert einen natürlich jetzt gleich noch mehr. Weil damit hätten wir ja dann plötzlich sogar drei Varianten. China, China und China. Oder sowas gibt es ja auch. Es heißt China und nicht China. Lern bitte richtig sprechen. Was hier ein bisschen verunsichert, ist natürlich links der Adler. Da weiß man nicht, ist es jetzt der Reichsadler oder Wappen vom Falknereiverband oder Eintracht Frankfurt oder vielleicht ist das eh alles das Gleiche. Aber wie auch immer, das Rätsels Lösung, was China und China betrifft, das ist natürlich. Es zieht sich eine Sprachbarriere quer durch Deutschland, ein unüberwindlicher Graben. Und es ist einfach so, der Süddeutsche oder der Österreicher, der sagt in der Tendenz China oder auch Chemie. Und der Norddeutsche China und Chemie. Das ist einfach so. Und falls Sie der Meinung sind, das Norddeutsche ist aber das Hochdeutsche und damit korrekt, da rufe ich Ihnen ein Zitat zu von dem Sprachwissenschaftler Daniel Scholten, nämlich: Das Hoch in Hochdeutsch bezieht sich nicht auf die Höhe der Bildung, sondern auf die Höhe über dem Meeresspiegel. Deshalb spricht man im Norden auch Niederdeutsch. Sehr überzeugend, wie ich finde. Aber zurück zu China. Wie gesagt, jede Menge Videos zu dem Thema. Ich habe hier ein paar zusammengestellt, da zum Beispiel unten: Chinesische Aktien bald nicht mehr handelbar. Und oben dann gleich die Reaktion auf das Video von unten. Das geht also hin und her gerade. Ist auch gut so, wenn man so ein heißes Thema hat, dass das dann unter den YouTubern untereinander auch kommentiert wird oder auch diskutiert wird.
Oder hier noch ein Exemplar. Delisting droht. Alibaba-Aktie oder Xiaomi BYD betroffen. Das ist ein Video. Ja, reicht in der Qualität vielleicht nicht ganz ran an die anderen Beiträge. Oder anders gesagt, ich halte es für völligen Wahnsinn, ein Video so aufzumachen, dass man sagt, Xiaomi oder BYD sind vielleicht auch betroffen und dass man das dann aber nicht aufklärt. Vermutlich mangels Wissen. Und damit sind wir schon bei dem ganzen Elend. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Videos gesehen, die zu dem Thema erschienen sind, aber ich sehe natürlich, was mir meine eigenen Leser schreiben. Alle Welt redet davon, chinesische Aktien können jetzt delistet werden. Aber es betrifft eben verdammt nochmal nicht alle chinesische Aktien, sondern es betrifft die chinesischen Aktien, die in den USA börsennotiert sind. Und das sind vielleicht 140 Stück. Und BYD und Xiaomi und auch Tencent, Chili, PetroChina und 100.000 andere China-Aktien, die betrifft das in keinster Weise, weil sie Hongkong-Aktien sind. Und das fällt permanent durchs Raster in diesen ganzen Videos. Aber es ist eben ganz entscheidend. Und woran sieht man, wo so eine Aktie gelistet ist? Das Einfachste ist, Sie gehen einfach mal auf die Seite von dem Unternehmen, auf den Investor Relations Bereich vielleicht auch, oder schauen auch mal in den Geschäftsbericht rein. In der Regel sieht man es da dann, spätestens da dann sofort. Ich kann sowieso nur an jeden appellieren. YouTube ist zwar eine schöne Sache, aber wenn Sie eine Aktie kaufen, dann sollten Sie es nicht nur darum tun, weil das jemand auf YouTube so sagt, auch nicht, wenn ich das sagen würde, sondern man sollte natürlich immer auch ein bisschen selbst recherchieren, damit man weiß, womit hat man es zu tun. Recherchieren ist gut, wenn man eine Aktie kaufen will, vielleicht sogar dann, wenn man ein Video drüber drehen will. Es ist Arbeit, aber es hilft ungemein. Wie gesagt, die meisten China-Aktien, die Sie handeln können an der deutschen Börse, das sind Hongkong-Aktien. Aber es gibt eben auch diese chinesischen Aktien, die in New York an die Börse gegangen sind. Bekannte Beispiele dazu: Alibaba, JD.com, Baidu, NIO, die sind theoretisch betroffen. Wovon sind sie betroffen? Ich fasse die Thematik noch mal ganz kurz zusammen. Sie sehen es deutlich ausführlicher, wenn Sie sich dafür interessieren, in meinem Video vom Juni. Also, es gibt in den USA ein Aufsichtsgremium, das PCAOB. Das beaufsichtigt eigentlich Wirtschaftsprüfungen und Wirtschaftsprüfer. Und seit 2002 gibt es eben auch ein Gesetz, das schreibt vor, wenn ein Unternehmen in den USA börsennotiert ist, dann muss das PCAOB auch die Möglichkeit haben, die Prüfberichte nochmal zu überprüfen. Und China hat aber von Anfang an gesagt, nicht mit uns. Das PCAOB ist eine quasi staatliche Einrichtung und die kriegen nicht hier bei uns vor Ort Zugriff auf alle Unterlagen. Und das ist der Konflikt seit 18 Jahren. Nur 18 Jahre lang war es allen egal. Dieses Jahr kam dann aber eben der neue Gesetzesentwurf, der besagt, wenn ein Unternehmen, ein ausländisches Unternehmen, diese Anforderung nicht erfüllt, dann fliegt es eben raus nach 3 Jahren. Und die chinesischen Unternehmen, die können das aber nicht erfüllen wegen der chinesischen Regierung. Gut, was schon mal wichtig ist, es geht schon mal an sich nicht um die Qualität der Prüfberichte aus China. Dafür gibt es ohnehin Standards, sonst hätten die das Listing ja auch gar nicht bekommen. Und viele von diesen chinesischen Firmen, die werden sowieso geprüft von Ernst & Young oder PricewaterhouseCoopers und die entsprechenden Tochterunternehmen von denen in China. Ob das jetzt die besseren Prüfer sind, ist die andere Frage. Aber das Thema ist eben die Aufsicht über den Prüfprozess. Und das fällt hier ja weg. Und der große Witz ist, man weiß das ja schon lange, dass das ein Problem ist. Und die SEC, die Aufsicht, hat trotzdem diese ganzen China-Listings durchgewunken, allesamt. Fast alle chinesischen Börsengänge in den USA, die waren ja nach 2002. Nur jetzt will man es eben doch durchsetzen. Es kommt wahrscheinlich auch so, dass man es durchsetzt. Das Ganze ist zwar angeschoben worden von der Trump-Regierung jetzt noch, aber auch bei den Demokraten genießt dieser Gesetzentwurf große Zustimmung. Wie geht es jetzt weiter?
Wir wissen es nicht genau. Es hat auch positive Signale gegeben in letzter Zeit. Zum Beispiel ein Sprecher von der chinesischen Börsenaufsicht, der hat vor 2 Wochen gesagt, ja, der Zugang zu ausländischen Börsen, ausländischem Kapital, der ist uns weiterhin wichtig. Wir werden jetzt verhandeln. Wir finden da sicherlich auch einen Kompromiss. Ist ja schon mal was. Mal sehen. Aber wichtiger ist jetzt natürlich, was mache ich denn als Investor? Und das Erste ist da schon mal. Wenn die Listings kommen, dann frühestens im Jahr 2022. Das Gesetz muss ja erstmal in Kraft treten und es sieht ja vor, dass es die Listings erst dann gibt, wenn die Unternehmen 3 Jahre lang gegen diese Auflagen verstoßen. Von daher, wir haben noch Zeit. Wichtig ist jetzt aber auch, wie reagieren die Unternehmen? Und ich habe jetzt auch schon in einem Video gesehen, am Beispiel Alibaba. Oh, wenn dieses Delisting jetzt näher rücken sollte, dann wird das für die Alibaba-Aktien ein schleichender Niedergang, weil keiner weiß, wo kann man die Aktie dann irgendwann mal handeln. Und dabei ist es so ganz einfach. Alibaba hat Ende 2019 schon ein Zweitlisting in Hongkong gemacht. Und als deutscher Anleger kann ich jetzt in Frankfurt die ADRs aus den USA handeln. Ich kann aber auch einfach die Hongkong-Aktie von Alibaba handeln. Hier habe ich schon gezeigt vor 6 Monaten damals. Die Kurse stimmen jetzt natürlich nicht mehr. Aber es gibt jetzt eben, wenn Sie deutscher Anleger sind, in Frankfurt die US-ADRs und die Aktien. Ein ADR entspricht bei Alibaba 8 Hongkong-Aktien. Beide sind bei uns gut handelbar. Und damit haben Sie als Anleger schon mal eine ganz elegante Möglichkeit, bei Alibaba das Problem für sich zu lösen. Noch ist kein Handel bis Handlungsbedarf, aber die Möglichkeit besteht eben. Und so ein Zweitlisting in Hongkong, das haben inzwischen auch JD.com zum Beispiel oder NetEase, Baozun, ZTO Express, der Logistikkonzern, dann BeiGene und Zai Lab, die beiden Biotechnologieunternehmen aus China. Und auch bei Baidu, da soll auch ein Zweitlisting kommen jetzt im Dezember. Viele weitere Unternehmen werden das auch ganz genauso machen. Die Frage ist, was macht man mit den Unternehmen, die kein Zweitlisting beantragen oder beantragt haben? NIO zum Beispiel, der Elektroautobauer, da hat man in die Richtung jetzt noch nichts gehört. Die haben auch andere Dinge zu tun wahrscheinlich, die müssen ja momentan jede Woche eine Kapitalerhöhung machen. Kann bei denen schon auch noch kommen, aber am Ende werden das nicht alle von diesen betroffenen Firmen machen. Oder es werden auch nicht alle von diesen Firmen schaffen. Die Börse Hongkong ist streng, was Auflagen betrifft. Und gerade bei kleinen Firmen oder bei Firmen, die finanzschwach sind, da kann es im schlimmsten Fall dann schon so laufen. Darum, wenn man Aktien hat von solchen kleineren Firmen, jetzt vielleicht nicht unbedingt NIO, aber andere kleine, nicht so finanzstarke Firmen mit wenig Aufmerksamkeit, da muss man das Thema schon im Auge haben und aufpassen, wie sich das entwickelt in nächster Zeit. Es ist nämlich nicht so, und das habe ich jetzt auch schon in einem Video gehört, es ist nicht so, dass eine Aktie, die in USA delistet wird, dass man die ja zum Glück immer noch in Hongkong handeln kann. Sie kann nur dann in Hongkong gehandelt werden, wenn sie da eben auch ein Listing hat. Und wenn ich jetzt so eine Aktie habe an der NICE oder an der NASDAQ und die rutscht jetzt in den OTC-Handel ab, weil sie eben kein Zweitlisting hat in Hongkong, dann ist es für mich als Anleger nicht besonders toll. Es kann aber noch was passieren. Und zwar, dass das entsprechende Unternehmen privatisiert wird. Dass also die Hauptaktionäre sagen, was soll's, wenn das hier so läuft, dann kaufen wir die kleinen Aktionäre jetzt raus und dann sind wir eben weg. Und es gibt gerade bei den kleineren chinesischen Gesellschaften da eben schon eine gewisse Ernüchterung, und zwar schon seit Jahren, weil die Kosten in den USA für das Listing oder für die Börsennotiz, die sind eben hoch und die Aufmerksamkeit ist aber oft gering. Und in Shanghai würde man momentan wahrscheinlich eine höhere Bewertung kriegen für sein Unternehmen. Und es gab auch wieder neue Privatisierungen jetzt, also 58.com oder BitAuto, diese chinesische Autohandelsplattform, die sind jetzt auch übernommen worden. Und dieses ganze Delisting-Thema, das dürfte das Ganze noch anschieben, würde ich sagen. Also es spricht alles dafür, dass wir in dem Segment mehr Privatisierungen haben werden in Zukunft.
Und ich hätte da auch schon ein paar Ideen. Es gibt China-Aktien in den USA, die eben eher klein sind und die nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen und die auch die Großaktionäre hätten, wo das kommen könnte, wo ich sagen würde, das sind potenzielle Übernahmekandidaten. Und die Aktien stellen wir Ihnen vor im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich dann nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Und was solche Spekulationen jetzt betrifft, klar, man weiß es natürlich nie, aber es ist eben zumindest denkbar in diesen Fällen. Und Sie können sich die Aktien ja selber mal anschauen. Dann können Sie auch sehen, ob das was für Sie ist. Kostet ja nichts. Und der Anmeldelink ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Also alles in allem, die Listing-Thema, es ist einiges noch offen, wie gesagt, es zieht sich aber auch noch hin. Es gibt also keinen Grund, dass man da jetzt schon in Panik verfällt. Es ist aber auf der anderen Seite kein harmloses Thema, man muss es beobachten. Vor allem muss man es dann beobachten, wenn man eben solche China-Aktien hat, die da betroffen sind und die eben kein Zweitlisting in Hongkong beantragt haben und die da auch momentan nicht aktiv sind in die Richtung. Und hier auf dem Kanal geht es nächste Woche um die Türkei. Da ist jetzt nämlich auch einiges passiert. Erdogans Schwiegersohn ist zurückgetreten als Finanzminister. Dann ist der Notenbankchef gefeuert worden. Dann hat die Notenbank jetzt den Leitzins angehoben auf 15%. Und die türkische Lira, die ja jetzt jahrelang in einem freien Fall war, die hat jetzt einen Satz nach oben gemacht. Und wir stellen uns nächste Woche hier die Frage, war das jetzt schon der große Befreiungsschlag? Und wenn ja, kann man davon als Anleger irgendwie profitieren? Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja jetzt in der Türkei ein Zinsniveau im zweistelligen Prozentbereich und der Aktienmarkt ist spottbillig. Würde mich also freuen, wenn Sie nächste Woche auch wieder dabei sind. Am besten Zukunftsmärkte-Kanal abonnieren und dann auch noch die Glocke drücken. Dann sehen Sie nämlich auch gleich, wenn das neue Video zur Türkei da ist und auch alle anderen Videos in Zukunft. Und neben Kanal abonnieren auch nicht vergessen, dass Sie sich noch eintragen für die Gratis-Zukunftsmärkte-Reports mit den chinesischen Übernahmekandidaten oder umgekehrt Zukunftsmärkte-Reports bestellen und dann den Kanal abonnieren. Es ist alles gratis für Sie und in der Reihenfolge sind Sie völlig frei. Bis nächste Woche. Alles Gute Ihnen und herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.